So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Es ist schon wieder so kompliziert, letzte Woche gab es das ja am Freitag, diese Woche wahrscheinlich auch. Ich nehme das zwar jetzt hier am Donnerstag auf, aber weil schon wieder so viele News und Events sind und ich das dann immer zeitnah irgendwie rausbringen will und dann ist noch der C-Day dazwischen und dann sind schon wieder die September-News, quetscht man das jetzt auf den Freitag, egal was kommt. Wir haben also gesammelt die Highlights der Woche, den Schocker der Woche und das präsentieren wir euch jetzt. Angefangen hat die Woche hier beim Lennart, der ist Glücksfreund mit mir geworden und ich bin immer noch auf der Suche nach einem 100%igen Necrozma. Die Fusionierten habe ich ja fertig, da mache ich nichts mehr dran. Ich brauche aber ein ganz normales Necrozma, weil ich keine anderen Ziele habe. Beim Glückstausch nehme ich immer Necrozma, weil das fand ich irgendwie cool. Das ist ein Andenken auch dann an Gera, das hat Spaß gemacht, dort so eine schöne Raid-Tour mal wieder zu machen. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit GoPogo Manu. Dann habe ich ein Ticket bekommen von Blood and Fears, also Dankeschön an Sarina. Da muss ich auch noch ein Video dazu aufnehmen, was es da alles gab in den Forschungen, in den was für Aufgaben da waren, was ich da rausgekriegt habe. Ich habe es noch nicht mal abgeholt. Wollte ich warten, bis jetzt diese blöden Herausforderungen um sind, um die auch gleich damit abzuholen, aber es wird ziemlich knapp. Wie ich mich kenne, vergesse ich, die Forschung und alles abzuholen und dann ist der Zeitraum um und dann war es für umsonst. Ninel ist Glücksfreund geworden, da weiß ich gar nicht, wie ich die erreiche. Die sehe ich ab und zu mal bei einer Premiere, wenn ihr am Schluss Tschüss sagt oder bei Chill mit Ramses. Bitte melde dich. Schreib einen Kommentar hier drunter. Wie erreiche ich dich? Oder schreib mir per Instagram, bei Telegram, bei Facebook, bei WhatsApp, bei, keine Ahnung, WhatsApp wahrscheinlich nicht, braucht man wieder die Nummer Ninel. Ich möchte einen Glückstausch machen. Brainy, Glücksfreund geworden. Pokehunter, Glücksfreund geworden. Timo, aus einem Raid, wo er dabei war. Ne, warte mal, Raids für Zuschauer. Am Wochenende haben wir Raids für Zuschauer gemacht. Da hat Timo das Shiny Xerneas bekommen, hat sich mega gefreut. Kaiser Kai, haben mir beide noch gefehlt, vor allem über das Porenda freue ich mich, weil finde den extrem cool. Reislaus ist ja noch nicht so lange dabei als Shiny, Porenda schon länger, aber ist wahrscheinlich, wenn ich die zwei Dinger sehe, das coolere Pokémon. Koselinchen hier wieder schön mit Bilderrahmen, kann es langsam aber sicher nicht mehr sehen, gefühlt jede Woche ein Shiny Schlurp, mittlerweile Nummer 7. Da wird es sich der Iswo freuen, aber freut sich der Iswo überhaupt noch? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall alles gelb. Ich würde sie verschicken, ich würde eins behalten, weil wenn du so viel hast, hat wahrscheinlich jeder so viel, ist wahrscheinlich Shiny geboostet, hat da auch mal einen Raid Day und ja, ist wahrscheinlich in der GBL nützlich, in der Superliga. Wisst ihr da was? Ich nicht. Fand es aber auch immer eigentlich ein cooles Pokémon. Tatsächlich mein erstes Krypto-100er, Koselinchen, Skungapu, mit der Giftwolke drum, 100% Krypto, das ist cool, aber ich finde das Pokémon irgendwie nutzlos und es stinkt und deswegen ist das für mich nicht Schocker der Woche. MacMaggie hat hier Shiny Necrozma und Shiny Kagoron gezogen, Necrozma sogar mit dem Ultra Beast Hintergrund, dann haben wir Andy Forbeck, der hat ein Shiny Vulpix, dann hat er ein Shiny Krypto Liljep, ein Shiny Monozyto. Mal gucken, ist das Krypto, ist es nicht. Sieht alles lila aus. Shinaya zeigt uns, der hat sich wohl vertan, steht an der falschen Arena. Da ist ein Rocket Rübel an der Arena, nicht am Stop. Was war da denn los? Und sie hat ein Taubsi erlöst zu einem 100%igen. Da kann man natürlich dann auch schön eine Mega-Entwicklung draus machen. Obwohl man damit wahrscheinlich nicht groß was macht mit Tauboss. Aber man kann ja boosten, den Normaltyp, mit dem man eigentlich auch nichts macht und der irgendwie auch sinnlos ist. Aber wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt es schnell rein. Marco FedEx 100. Das ist ja schon eine coole Sache, denn es gab ja auch so ein kleines Entschädigungsevent, wo ihr nochmal, weil es keine Hintergründe beim GoFest global eine Zeit lang gab, als Entschädigung, je nachdem wie viele Pässe ihr verbraten habt, Begegnungen kriegt, das klingt schon wieder so kompliziert, im Heute-Tab begrenzt, aber ich glaube, das läuft ein Jahr, könnt ihr abholen. Er hat zum Beispiel an den Krotzmann nochmal, was er abholen konnte, jetzt am 26.08. Und was ist passiert? Am 26.08. Okay, ja, und was ist passiert? Es ist einmal abgeholt und dieses eine, was er abgeholt hat, hat nicht nur den Hintergrund, weil das ja für den Hintergrund sein soll, dafür haben sie es euch reingestellt, es ist ein 100er mit Hintergrund, das ist cool. Aber man konnte ja Necrozma sowieso die ganze Zeit raiden am GoFest
und 100er sich holen. Mit Hintergrund und gab es ja auch schon mehr, deswegen ist das für mich nicht Schocker der Woche. Hab eigentlich Arktos als Kumpel und da versteckt sich ein Sekrom. Ja, da wisst ihr, was da los ist. Sieht doch gut aus. Da hat sich einfach so ein Arktos Gürtel gebastelt. Eiskorb Jens, Shiny, Krypto Kanivanya. Dann Eiskorb Jens nochmal Solo Raid ohne Ausweichen. Und beste drei Pokémon einmal aufheilen. Lawine, Mamudel. Das sieht gut aus. 84 Sekunden Restzeit würde ich das auch schaffen. Wenn ich Krypto Mamudel nehmen würde mit Lawine, machen die ja mehr Schaden und fallen sowieso gleich um. Solo Mega Bruder Landa, das muss man sich mal vorstellen. Dann Eiskorpiens, jetzt hat es endlich auch mal geklappt. So viele Elekids gebrütet, Electek getauscht und jetzt das 100%ige. Ist auf jeden Fall cool. Elevoltek, auch eins der coolsten Pokémon mit, was ich so finde. Tiso aus der Forschung, Lapras, 100% mit Schleife. Gab es einmal die Möglichkeit bisher, jetzt das zweite Mal die Möglichkeit, das zu bekommen. Ist eigentlich was Besonderes, ist was Seltenes, aber ich sag's euch, wie es ist. Ich finde die Schleife so hässlich. Das sieht aus wie irgendein Pixelfehler, der da am Ohr klebt. Deswegen kann ich dem leider nicht den Schocker der Woche geben, auch wenn es mega selten dann ist. Black Viper Cat. Endlich habe ich das Vieh mal gemaxt. Was denkst du, könnte es für einen WP-Wert haben auf Max-Level mit Kumpel-Boost, wenn es dann die Mega-Entwicklung bekommt? Ihr könnt ja mal mitraten, was denkt ihr? Wie hoch kommt Metagross? Ich habe gesagt 6400. Das ist so spontan aus meinem Bauch heraus rausgebröckelt. Wenn ihr andere Vorschläge habt, schreibt es mal rein. Mortis, den kenne ich gar nicht, der ist glaube ich neu. Mortis aus Weiterstadt Hessen, 100% Lashoking getauscht. Mortis, ein Nando, also ein 0%iges Krypto-Macholo. Ist das dann auch ein Nando oder ist es ein Mankrando? Weil da ist, muss ein C mit rein für Krypto oder nicht? Oder Shadow, ist es ein NS-Ando? Es ist ein Snundo, ein Shadow-Nando. So müsste das doch passen, ich kenne die Begriffe nicht. Ab ins Tierheim. Heute bekommen auf meinem kleinen Account, wie kann das nur sein, vielleicht was für Rätsel am Mittwoch. Da habe ich gesagt, das ist ganz einfach, denn was ist denn? Momentan kriegt ihr von Giovanni ja Cresselia. Jetzt denkt ihr, okay, ich habe ja noch eine Rocket-Forschung auf meinem Kleinen gehabt, die habe ich noch nicht zu Ende gemacht, ich hol's mal ab und hol mir das Cresselia. Hä? Da ist Regigigas drin, wie geht das denn? Ja, weil, wenn ihr über Seite 1 hinausgeht, dann ist der Rocket-Radar und das Pokémon ja in diesem Zeitraum dann schon fest. Wann ihr das dann zu Ende macht, das ist egal. Wenn ihr über Seite 1 hinausgeht, dann ist das aktuelle Pokémon, was von Giovanni gegeben wird, fest. Wenn er also mit der Forschung mit dem Kleinen angefangen hat, als Regigigas drin war, dann konnte am Ende dann nur Regigigas rauskommen, auch wenn er es erst in 3 Jahren abholt und gerade Krypto Mewtwo bei Giovanni ist, kriegt er trotzdem das Regigigas, weil er das eingeloggt hat. Hätte er die Forschung nicht angefangen oder wäre er auf Seite 1 geblieben und hätte jetzt die Forschung fertig gemacht, dann hätte er jetzt Cresselia bekommen aus der Regigigas Forschung und nachträglich hätte er die Cresselia Forschung bekommen. Aus der er wieder Cresselia bekommt, außer er bleibt auf Seite 1 und nimmt diese Forschung mit, bis der nächste Wechsel war und er das nächste sich dann holt und die neue Forschung vom nächsten holt, um sich zweimal zu holen. Also wenn irgendwann Krypto-Rayquaza oder so kommt, könnte man sich die anderen Forschungen davor eher aufheben und eben auf Seite 1 bleiben. Das ist das Rätsels Lösung. Meine 100er und Shiny diese Woche auch hier wieder ab ins Tierheim. 100% Gekabor, Shiny, Voldolos, Chanera, Ammonitas, Krypto, Chabelle, Haspiror und Voltrian. Voltrian, ganz cool. Blood and Tears, wieder mega übertrieben. Was haben wir hier? Wir haben Vulpix. Ist das Erlös? Sieht, glaube ich, so aus. Erlös, dann haben wir Hydropi. 100, Knatox 100. Das ist krass, weil das kommt ja nur aus dem 12-Kilometer-Ei. Da musst du Glück haben beim Brüten. Dann hast du Viscora. Du hast hier Shiny, Anorid, Liljeb und Kanivanya. Shiny, Elekid mit Armbinde, die du nicht siehst. Shiny, Krypto, Suicune. Shiny Xerneas, Shiny Fukano, Shiny Mauzi, Smogon, Meditalis, Flecknoil, Tarnel, Praktibalg, Araqua, Zubat, Nagelotz, Habitak, sorry, wieder so viel, aber Ram muss doch am Leben erhalten werden. Und
unendlich Brüder und anschließenden Medaillen pushen lassen noch grüßen. Wusste schon vorher, dass mir der gelbe Part im Event am besten gefallen wird. Sie hat Eier gebrütet und hat jetzt dann... Was hat sie denn bekommen? Das Totonator. 100% Totonator aus dem Ei gebrütet, ja. Und hier ist noch ein Lucky Slimer mit Partyhut aus dem Tausch heraus. Elke, hallo Ramon, hatte in den letzten 6 Wochen nicht viel Zeit, um etwas zu schicken. Zuerst Kaisi. Nur ein 100er und nur die Shiny, die wir vorher nicht hatten. Und gute C-Day Shiny hatten Kaisi auch keine. So, gucke hier. Also ihr seht schon, das 100er Knackleon und dann die Shinies habt ihr Makabaya, Victor, Tanza, Flunschlig, Makuhita, Cognodon, Damitier, 16.8. Kommt das denn her? Pikachu, sogar recht gute IV, Gastella, das habe ich noch gar nicht gesehen, wie das aussieht in Shiny, das ist der erste, der mir ein Bild schickt. So nun von Paula, 500er und einige Shiny, das 100er zum Beispiel, Pam Pam. Grüße wie üblich an alle, Pam Pam 100 ist cool, brütest du ja aus dem Ei. Dann Kabuto, Enton, Flampion, Sandan, dann die Shinies, Togedema Ru, Rotomurf, Flunschlig, Dummiesel, Lin Fu, relativ neu, Pikat, Shu, relativ neu, Benjamin, bei dem sah es richtig gut aus, der ruft erstmal alle Nachrichten zurück und dann schickt er mir Bilder ohne Inhalt, das war richtig cool, Auflösung voll gleich. Dann habe ich nämlich noch die Annika, die gönnt sich den M-Burger, den ich immer noch empfehlen kann. 10 von 10 von meiner Seite aus. Cumulus, Shiny Porygon, Cresselia, 96% Krypto. Könnte er zu einem 100er machen, würde ich auch machen und würde es dann halt auf, also hochziehen. Ich weiß eh nicht, was ich mit meinen Sonderbonbons mache, also immer alles hochziehen, was 100% legendär ist. Irgendwelche Ziele muss man ja haben. Suicune, dasselbe, 96er, kann er erlösen, so eine 100er, würde ich erlösen, würde ich hochziehen, auf Level 40, als Krypto, ja, brauchst du das nicht, oder? Wer das braucht, schreibt es rein, dann Voldoball, Shiny, dann kommt die Denise, die hat mir die Bilder geschickt vom Benjamin, weil es beim Benjamin ja nicht ging. Benny hat gerade Probleme mit Facebook, deshalb bekommst du die Einsendungen für Benny3000.de mal auf dem Weg. Das ist aber jetzt natürlich wieder kompliziert, weil der Text von ihm steht extra und die Bilder sind aber auch extra. Wenn ich das Bild nur drauf mache, seht ihr den Text nicht. Jetzt konnte ich die Bilder also alle nicht wirklich groß abscreenen. Ihr seht das jetzt nur so, damit ich den Text habe, damit ihr wisst, um was es geht. Donner Xerneas im Duo geschafft. 72 Sekunden Restzeit. Vielender Xerneas im Duo geschafft. 64 Sekunden Restzeit. Xerneas mit Gigastoß im Duo geschafft. 74 Sekunden Restzeit. Und wurde direkt mit einem 100er belohnt. Ihr seht also, 100er Xerneas kam bei rum. Das ist cool, wegen Gigastoß. Ne? Wenn das Gigastoß hat, ist das immer ein 100er. Spaß. Durch Sierra schön das Perfekte fürs Mega bekommen. Da gab es also ein Carnivania-Krypto, was er dann erlöst hat und da eben ein 100%iges hat, weil das ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung hat. Das habe ich, glaube ich, wahrscheinlich schon wieder vergessen. Und dann war es das schon. Und ganz brandaktuell, heute früh, kam Pokehunter noch als Glücksfreund rein. Und ich habe zu Hause, es war dann doch gestern Abend. Ich blick gar nicht mehr durch. Gestern Abend dann, ich mache die App an, will noch Geschenke machen. Pokehunter wird Glücksfreund und ich sehe, da sitzt ein dickes, fettes Metagross einfach mitten da. Ich tippe es an 3017 WP. Nach 8 Bällen ist es geflohen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe erst blaue Bälle genommen, silberne Beeren, dann habe ich goldene Beeren genommen, dann habe ich gelbe Bälle genommen und dann irgendwann war es weg. Und ich dachte, toll, du wirst nie die WP, nie die IV erfahren. Jetzt aber noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Ned Ghost. Schocker der Woche, ja, für mich Schocker der Woche, kann ich euch auch begründen. Er hat auch diese Entschädigung bekommen, wo man dann eine Begegnung hat mit einer Ultrabestie, die man geradet hat zum Go-Fest, wo dann auch der Hintergrund also verbuggt war, nicht verfügbar war. Bei ihm war es Kagoron, wo er Kagoron mit Hintergrund als 100%iges bekommen hat. Jetzt sagt ihr, ja gut, aber der Marco FedEx hat auch diese Forschung gehabt mit Necrozma und hat einen 100er Necrozma mit dem Hintergrund. Er hat das. Das ist doch dasselbe dann, weil beides ist die Entschädigungsforschung.
Einmal kriegt man den Encounter, beides Mal hat man sowieso den Hintergrund. Und der hat einen 100er und der auch, aus diesem einen Ding. Ja, das schon, aber ich finde das Kargoron einfach besser als Schocker der Woche, weil wer raidet schon freiwillig Kargoron? Niemand. Ihr könnt den hier nicht raiden, ihr hättet immer Fernpässe machen müssen. Das war immer kompliziert mit Kargoron, den exzessiv zu jagen als 100er war nicht so einfach. Dann ist das Ding auch noch total unnütz und Mist, deswegen will man da auch gar nicht so viel raiden. Da ein 100er in der Sammlung ist also viel wert, weil kaum jemand so viel raidet, dass er ein 100er kriegt. Er kriegt es hier mit dem Hintergrund hinterhergeworfen, das ist cool, denn Nekrozma raidet man meistens so viel, dass man ein 100er hat oder hat am GoFest so viel geradet, dass man das 100er mit Hintergrund sowieso hat und das eben so oft und so vermehrt vorkommt. Deswegen ist das für mich Schocker der Woche, dieses unnütze Ding einfach zack, abgehakt. Brauchst dich gar nicht mehr mit beschäftigen. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.